So, ready für Anzeige und U-Haft. Ja, Mann, fühle ich. Also ich würde sagen, ich fahre einfach hinter dir. Arsch kommt immer gut auf Fotos oder Videos. Ja, aber dann sollte deiner eher vorne fahren. Nee, du, weißt du, miese Brise. Ich bereite mich schon für den Winter vor, weißt du, ein bisschen Winterspeck. Dies, das. Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich München hasse? Nee, hast du nicht. Aber ich feiere München, Digga. Ich liebe München. Habe ich dir die Story erzählt, was ich vorhin den anderen erzählt habe? Nein. Welche? Mit dem Night Ride? Nee, ich glaube nicht. Ja, weißt du, ich, ein Typ vom Land, weißt du, kommt nicht so oft nach München. Weißt du, so oft wie ich in München war, das kann ich wirklich an einer Hand abzählen. Und dann war halt ein Night Ride in München und mein Handy-Akku war leer. Ich habe an der Ampel alle anderen verloren und bin dann 1,5 Stunden in München rumgeirrt, bis ich die Autobahn gefunden habe. Oh, scheiße. Ja, ich war so um 2 in der Früh oder so zu Hause, war nicht so schön. Boah, da kotzt ja richtig. Ja, Freunde, nur kurz für euch. Wir sind hier gerade in München wieder unterwegs. Das ist jetzt das zweite Wochenende, dass ich in München bin. Das letzte Wochenende waren wir Reels aufnehmen und heute ist der gute Maxi dabei mit seiner wunderschönen R6, die ausnahmsweise mal geputzt ist. Was? Hallo? Ja, und wir sind heute noch mal ein paar Fotos machen, ein paar Reels aufnehmen. Einfach ganz entspannt. Werden wahrscheinlich bei der Allgut mal vorbeistrahlen, mal schauen, was da so geht. Genau, wir fahren mal schnell auf die mittlere Spur, Bro. Du hast das Blinken vergessen, ne? Ja, ist mir scheißegal. Ich meine nur. Ja, danke dir, Bro. Wie schalte ich hier? Ah ja, genau. Ich habe ja Umkehrschaltung, richtig. Ist da etwa jemand die MT-07 gewohnt? Ja, aktuell schon. Also die R1 ist ja so dein Baby, ne? Ja, absolut, Digga. Aber wie ist die MT-07 so für dich? Also stellst du die auf eine Stufe? Nein, also pass auf, es ist schwierig, weil die R1, das ist halt emotional, Digga, schwierig zu erklären. Traumbike halt einfach, so, weißt du, wie ich meine? So schon irgendwie Hassliebe, weil ich beschwere mich ja auch oft über sie, so über die Fahreigenschaften und so. Aber ich würde es mir nie verzeihen, würde ich die hergeben. Deswegen werde ich sie auch nie hergeben. Ja gut, ja, kann ich verstehen. Aber MT-07 ist auf eine andere Art Liebe, weil die MT-07 bei mir oder beziehungsweise für mich einfach irgendwie das perfekte Motorrad ist. Von der Leistung her, von der Sitzposition her. Die MT-07 ist halt das Ultra-Fun-Bike schlechthin. Ja gut, du sitzt ja auf der MT-07 auch ganz anders drauf wie auf der jetzt. Sowieso, es ist halt Naked-Bike, ist klar, angenehmer und so. Aber bei höheren Geschwindigkeiten ist halt kacke. Ja, das ist natürlich kacke. Da musst du dich schon ein bisschen klein machen, Bauch einziehen. Ja, aber Landstraße geht halt voll klar mit der. Und wenn ich jetzt irgendwie Hausstrecke oder so fahre, Samerberg, whatever, Digga, dafür ist die halt einfach nicht wirklich gemacht, weil das Fahrwerk eine Katastrophe ist, aber es macht halt einfach ultra Spaß. Ja, das glaube ich dir. Jetzt fehlt halt echt nur noch eine Super Duke und ein Racebike, irgendeine R6 oder eine 600er CBR oder sowas. Die R6en gibt es ja nur noch als Racebikes, also kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Neu würde ich sowieso nicht kaufen. Ich würde mir, wenn ein Racebike, dann irgendwas... Die Vorgängermodelle, 215 oder sowas, das sind, ne? Ja, nicht mal, weil 215er ist mir schon wieder zu schön eigentlich. Also ich würde mir tatsächlich eine 2006er oder 7er oder so holen oder halt eine 600er RR Honda. Ja, ist auch ein schönes Bike auf jeden Fall. Würde ich als Racebike voll fühlen oder halt eine R1, RN12, RN19 sowas. Aber wenn ich auf die Renne fahre, will ich eher auf einer 600er anfangen, weil da kannst du halt dich, ich sag mal, mehr auf Technik und Linie und sowas konzentrieren. Ja, so eine Rennstrecke hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, aber da ich nur ein Bike habe, weil ich Geringverdiener bin. Das bin ich auch, Bruder. Nicht so wie du. Ah, Digga. Ist das ein bisschen schwierig, weil es ja doch wirklich ein Problem ist, weil ich ja dann auch wirklich alles gebe auf der Rennstrecke. Oh, ja, warte mal kurz, ich muss kurz... Okay. Boah, ich stehe geblieben. Nee, aber wenn ich Rennstrecke fahre, dann will ich auch alles geben und da ist mir dann die R6 zu schade, dass ich die dann ins Kiesbett lege oder so, weißt du? Ja, fühle ich absolut, Digga. Also ich sag dir ehrlich, ich halte es auch für keine gute Idee, wenn du mit deiner auf die Rennstrecke, mit der da gehst. Nee, ich würde auch sagen. Würdest du dir nie verzeihen, Digga, wenn du die hinlegst. Und gerade bei den ersten Rennstreckenbesuchen legst du das Bike meistens hin. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe zwar schon Vertrauen in mich, dass ich die nicht hinlegen würde, aber man kann es natürlich nicht hundertprozentig sagen. Richtig, du kannst es nie wissen. Und das ist halt eben das Risiko. Aber wenn ich schaue, so auf eBay Kleinanzeigen oder so, gibt es ja schon fertig für die Rennstrecke Bikes für, keine Ahnung, 3.000, 4.000 oder so. Ja, richtig. Sowas würde ich mir dann auch holen. Wo es dann halt wirklich relativ egal ist, ob du die halt dann wirklich hinlegst oder nicht. Ja, ich fahre mal schnell hier auf die linke Spur, Bro, wegen Fotos und so. Ja, fahr rüber. Damit er ein paar Shots machen kann. Dieser andere Fotograf ist am Start hier, Digga. Ich muss hier pausen, weißt du, wie ich meine?
Oh ja, Digga, ich fühl's. Aber for real, hast du auf Insta das eine Tunnelfoto gesehen von mir? Nee, ich ignoriere dich eigentlich meistens, ehrlich gesagt. Ah, okay, ja gut, dann fick dich einfach. Nee, hast du aber nicht gesehen, oder? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Boah, das wäre so ein perfekter Tunnel einfach, weißt du? So erster Gangtunnel, 16.000 Umdrehungen. Bro, du bist dran. Er hat gesagt, Bike wechseln. Du, Bike wechseln, okay. Oh. Komm, fahr mal, komm ein bisschen näher. Ja, sorry. Oh, Blitzer. Fahr, wie steht da von der Fahren? Hilfe! 60. Digga, am Anfang kommen, da sind vier Blitzer. Hallo, ich geh zurück. So, Digga, der Benzfahrer hinter dir stresst. Ja, die stressen alle rum. Ja, übel, Digga. Aber wir haben genug Tunnel, also stress dich nicht, Bro. Hier sind genug Tunnel, wo man Fotos machen kann. Das ist jetzt ja im mittleren Ring, oder? Wir sind jetzt auf dem mittleren Ring, ja. Ich weiß noch, da wo diese Motorrad-Demo war, die wo ja eigentlich abgesagt wurde. Ja, genau. Wo dann rein zufällig, keine Ahnung, wie viel tausend Motorradfahrer da waren. Waren das nicht irgendwie 20.000 oder so? Ich glaube, nee, so viele waren es, glaube ich, nicht, aber... Aber angekündigt, bevor abgesagt wurde, waren angekündigt, glaube ich, 20.000 sogar. Ich glaube, dass so 12.000, 13.000 waren da auf jeden Fall. Also das 12.000 da waren, meinst du? Ja, ja, das auf alle Fälle. Also mittlerer Ring komplett lahmgelegt, Schritttempo bei brütender Hitze. Du hast überall irgendwelche Harley-Fahrer gesehen, die Luftkühlung hatten, die dann einfach heiß gelaufen sind. Ja, Digga, da kannst du nichts machen. Nee, kannst du auch nichts machen. Aber sowas weißt du eigentlich auch vorher. Ja. Genauso wie mit den alten Ducatis, die luftgekühlten. Da ist auch ein Problem. Aber das war ein geiler Tag, muss ich sagen, weil wir sind halt hingefahren, ohne zu wissen, ob überhaupt jetzt irgendwas ist. Und wir sind in Aibling auf die Autobahn gefahren und dann sind uns schon Kolonnen von Chopperfahrern entgegengekommen. Da wussten wir genau, ja, okay, da ist heute richtig was los. Ja, ich konnte da nicht dabei sein, Digga, weil ich an dem Tag, also was heißt konnte, ich hab's ein bisschen vercheckt, ehrlich gesagt, weil ich an dem Tag damals meinen T5 VW-Bus angeschaut bzw. besichtigt habe und an dem Tag auch gekauft habe. Ich bin nämlich dahin gefahren, das war in Norddeutschland und ich musste natürlich Autobahn an München vorbei und ich habe auf der Autobahn so fucking viele Motorräder gesehen wie noch nie. Da war mir klar, okay, die Demo, die findet statt, scheißegal, ob abgesagt oder nicht. Ja, also da war echt, war wirklich was los, es war brutal. Bro, wie viel fahren wir eigentlich gerade, weil ich habe kein Tacho? Achso, ja, genau, du hast ja, also ich fahr 50 und ihr sind 60. Ja, okay, dann, wir können auch 60 fahren. Ich orientiere mich so ein bisschen an dir, okay, also... Ja, Digga, das sind definitiv keine 60. Das siehst du doch gar nicht. Ich hab sowas im Gefühl, Bro. Wenn ich sag, das sind 60, dann sind das 60, ja. Boah, so im Tunnel ist schon geiler Sound, so, ne. Wenn diese Hunde jetzt mal da wegfahren würden, das hasse ich an München. Egal welche Uhrzeit, das ist immer Verkehr. Bro, wir dürfen mit unserem Video jetzt hier Flexi nicht vergessen. Ja. Der will eigentlich Fotos machen. Ja, also um das Ganze aufzuklären, ein Kollege von Jay ist noch dabei, weil wir eigentlich Fotos machen und halt, ja, jetzt nebenbei noch vloggen, ist natürlich etwas problematisch, beides gleichzeitig zu machen. Richtig, ist ein bisschen Multitasking hier, vor allem, weil wir eigentlich auf der linken Spur Fotos machen wollen, aber die Leute auf der linken Spur stressen alle so unfassbar, Mann. Oh, der sieht mir aus, als will er ein Race machen. Der will ein Rennen, ja. Safe, wir sollen mindestens 60 fahren. Meine Freundin hat mir gerade geschrieben, wir sollen schneller fahren. Ja, sorry, dass ich ein bisschen die Skyline genieße, weißt du, ein bisschen Kultur. Hier ist Polizei, was mache ich? Hilfe? Ich schalte mal lieber in den sechsten Gang. Was? Ich möchte nichts provozieren. Was ist denn hier los? Ist hier Autopausertag oder was machen die ganzen Leute hier? Sollen wir es mal für Flex einfach mitten reinstellen? Mir ist immer noch warm, obwohl es eigentlich gar nicht kalt ist. So. Was redest du da? Ja, mir ist richtig warm, obwohl es gar nicht warm ist. So. Nice. Okay, ich bin soweit. Endlich, Digga. Was willst du mich verarschen? Wir warten nur auf dich. Am Arsch warten wir auf mich. Wir warten nie auf mich, Digga. Ich bin immer pünktlich. Oh, Digga, hier ist überall Sand. Ich fahr da außen rum. Sand? Ja, Sand. Weil irgendwer Öl oder Benzin oder sowas verschüttet hat. Welcome to Dubai. Hast du die da gerade rechts gesehen? Nee. Die hat ein großes Herz. Ah ja. Ah, Digga, die Temperaturen, die liebt die R1. Das ist mein Ladeluftkühler. Oh. Digga, was? Digga, vor allem da stehen die Bullen. Ja, Bruder, da muss ich auch ganz schnell los, Digga. Ich sag, du warst das. Ja, Digga, die sitzen im Auto, die Bullen. Ich bin der 125er, ich kann gar nicht so laut sein.
Ich war das nicht. No joke, ich war das wirklich nicht. Ja, ich weiß. Aber das interessiert ja die Bullen nicht. Kennzeichen ist aufgeschrieben, Anzeige ist raus. Hier sind so viele Striche, Hilfe! Ich habe meinen Führerschein auf Land gemacht. Ich kenne mich hier nicht aus. Der zählt nicht für Stadtverkehr. Aber Digga, wenn du in München klarkommst, kommst du überall klar. Ja, das höre ich nicht zum ersten Mal. Ja, die R1 hört sich von hinten aber auch richtig fett an, ne? Danke, Bro. Ja, Sound ist schon geil, aber ist halt Euro 3, ne? Aber würdest du rein theoretisch, wenn du jetzt sagst, okay, die R1 hat irgendwie einen Motorschaden auf einmal, würdest du dir das gleiche Baujahr nochmal kaufen oder würdest du sagen, okay, du nimmst eine neuere? Ich würde mir einen neuen Motor kaufen für genau diese hier. Ich würde einfach nur Motor tauschen. Digga, das ist hier einfach Multitasking des Todes. Ja, es ist halt echt so, ne? Einerseits will ich irgendwie in die Kamera gucken, aber andererseits muss ich auch... Ist gut? Mashallah. Perfekt. Mashallah. Digga, einfach beide gleiche Idee gehabt. Ja, da muss man auch jetzt mal hier nach den STVO-Regeln fahren. Wenn du kurz vor der Ampel bist und die auf gelb umschaltet, fahr drüber. Das ist nicht so riskant, wie wenn du dann eine Vollbremsung reinhaust. Das habe ich so oft in Videos gesagt, Digga. Übelst viele haben sich über den Punkt beschwert, dass ich das angesprochen habe so. Und dann sagen aber andere wiederum, vorausschauend fahren, dass du gar nicht erst in die Situation kommst. Digga, aber was für vorausschauend fahren, Digga? Wenn die Ampel auf orange schaltet, sollst du es vorhersehen oder was? Ja, ich meine nur. Aber ja, das, ja, man kann sich drüber streiten, glaube ich. Trotzdem, ich finde es auch deutlich sicherer, wenn du bei einer auf orange schaltenden Ampel trotzdem noch drüber fährst. Ja, vor allem als Motorradfahrer. Vor allem dann, weil wenn du da eine Vollbremsung reinhaust, ehemaliger Bekannter von mir hat genau das gemacht und hatte deswegen einen Auffahrunfall. Ja, es ist teilweise schon echt gefährlich, ja. Ja, ist es auch. Lieber drüber fahren, Digga, es geht mehr um deine Sicherheit. Scheiß auf den Punkt. Scheiß, also eventuell, scheiß auf die Strafe, die du zahlst. Hauptsache, dir selber geht's gut. Ja, genau. Es muss halt aber auch gerechtfertigt sein. Wenn du so 20 Meter vor der Ampel bist und du siehst, die schaltet gelb, dann darfst du natürlich jetzt nicht drüber fahren. Wenn du noch bremsen könntest, dann brems. Ja, genau. Das hört sich vernünftig an. Aber so wie jetzt gerade, drüber. Da war ich im zweiten Gang und wollte Gas geben, habe ich ganz vergessen. Oh, hoppala. Digga, ich sehe halt einfach gar nichts. Ist das jetzt nicht, wir können fahren? Ja, wir können fahren. War das die ganze Zeit schon so? Weiß ich ja nicht, habe ich nicht aufgepasst. Ich auch nicht. Das ist super. Ja, Digga, wir finden uns auf jeden Fall zurecht hier in München. Boah, Digga, ich sag dir ehrlich, getöntes Visier, ganz, ganz uncool bei Nacht. Jetzt hat er sich kurz erschrocken. Das ist halt einfach das R6-typische Schreien. Digga, ich wollte gerade sagen, ich höre das so krass durch Sena. Wie hoch dreht deine? 14. 14.000, okay. Aber bei 14.000 hört sich deine aber eher bulliger an, oder? Ja, die brüllt halt eher. Es ist halt Crossplane Vierzylinder. Ja, weil, also die R6 so bei 14, 15, 16.000, da spuckt dir einfach ins Gesicht. Da schreit die dich halt richtig an. Aber richtig. Vor allem das Ansauggeräusch ist auch ultra heftig. Keine Ahnung, unten raus, wie gesagt, hat die echt nicht viel Leistung. Aber sobald du die 10.000er-Marke knackst, dann geht der Spaß los. Aber ich bin ja deine schon gefahren. Ich fand die zum Fahren wirklich geil. Also for real. Ja, weil du halt unter anderem zum Beispiel Stadtverkehr gut zurechtkommst, weil die halt unten raus keine Leistung hat. Übel. Wenn du jetzt aus Versehen mal irgendwie mehr am Gas drehst oder so, ist das nicht schlimm. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Wir kommen von der Rückseite. Jetzt Gas geben wir. Digga, da sind 3 Millionen Menschen. Oh, Digga, hier ist ja übelst was los, Mann. Das ist eine Tankstelle und kein Ghetto-Treff, weißt du nicht, Mann? Doch, das ist ein Ghetto-Treff, Digga. Der Ghetto-Treff mit Tankstelle. Digga, das ist so viel los. Da steht, was ist hier los, Alter? Was ist ein Alter GTR? Digga, wo stellen wir uns denn hin? Fahr geradeaus weiter und dann parken wir rechts, wo die ganzen anderen Biker sind. Ja, würde ich sagen, beenden wir das Video hier, oder? Jo, würde ich auch sagen. Dann sind wir ja in der Algo, chill ein bisschen, rauchen eine, ein bisschen Bull trinken und so. Einfach ein bisschen chillen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, abonniert den Kanal, folgt mir auf Instagram. Das ist Rimzy. Grüß dich, Rimzy. Wir kennen uns zwar nicht, aber grüß dich. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Wir sind raus.